Sie. Hi. Na, wie geht's? Ich glaube, sie will was anderes, oder? Mach mal auf, da ist ein kleines Geschenk drin. Eine Bombe. Machen wir jetzt einen Speer? Natürlich machen wir einen Speer. Sie braucht die letzte Zutat. Das Blut eines Gottes. Gib ihr deine Hand. Na, Gonkratos, mach. Gib König Triton deine Hand. Der Könige Triton wäre es ja hier. Tut nur einmal kurz höllisch weh. Oder auch nicht. Schade. Ui. Das Omega. Nice. Der eine Ring, sie alle zu knechten. So, jetzt ist Kratos verheiratet. Mit der Dame von der Schmiede. Tschüss. Was war das denn? Sie hat mich überhaupt nicht beachtet. Natürlich nicht. Mehr Jungfrauen sprechen nicht mit unseren Körpern, sondern mit einem Teil der Seele. Speziell einem Teil, der dir vielleicht fehlt. Tü-tüm. Verdammt. Scheiße! Verdammt, Sindri, du verlogener Rattenhintern! Ich wusste es! Ich war tot! Ich bin gestorben! Was willst du von mir? Er braucht einen Segen. Ja, tja, die mit dem Segen hat sich gerade in den Seetang verbisst. Er braucht den Segen eines großen Schmiedes. Was? Nein, nein, ich kann nicht segnen. Natürlich kannst du das. Ich hab nicht alle Seelenteile. Ich. Der Segen wäre nichts wert. Es kommt auf die Natur einer Sache an. Nicht auf die Form. Mensch, you dare use my own spell against me, Potter. Na gut. Möge diese Waffe ihr Ziel treffen. Möge sie weise geführt werden. Möge sie nach getaner Arbeit niedergelegt werden. Einmal schön aufspucken. Jetzt ist sie gesegnet. Dann kehren wir heim.
Kann ich jetzt. Natürlich kannst du uns beim Neuzug am Sicht ohne Probe. Jo. Holy shit. Oh, die Musik im Hintergrund. So geht das. Nicht dein erster Kampf mit einem Speer, oder? Die erste Waffe, die ich benutzt. Ach ja, wie in den guten alten Zeiten, oder? Was leuchtet denn da bei ihm? Zack, zack, zack. Oh. Hör mal auf, unsere Freunde anzugreifen. Oh, wie sieht denn. Oh, ich wollte gerade einen Finisher machen. Der Laubne gewährt unbegrenzte Speere. Ich werde die ganze Zeit daneben. Tschüss. Oh, wenn ich 5 Speere habe, explodieren die. Nice, Alter. Dafür war das also. Ja. Mensch, Mimir. Lass mich doch mal hier machen. Auch wenn es nicht perfekt ist, es kommt auf die Art an und auf die Natur, nicht auf die Form. So geht das, aha. Natürlich kann er das. Wieder Zeit zum Drop-Near-Speer wechseln, alles klar. Bestimmt wollte er dich bloß beschützen. Das war nicht seine Entscheidung. Wenn ein Mann stirbt, hat er das Recht, es zu wissen. Du Mut, Brock. Wir sterben alle irgendwann. Viele von uns mehr als einmal. Ach, vergessen wir es einfach. Wir müssen den Speer fertig auf die Probe stellen. Na los! Vermutlich müssen wir jetzt kreativ werden. Ah, soll ich den hier kurz wegbewegen? Muss ich kurz schießen? Schuss. Hinter mir. Ja, gleich. Bam, bam, Bigelow. Ja, ich hab's doch. Bist du nicht kaputt gemacht? Oder ist hier noch eins? Ach, da oben ist noch eins. Jetzt trödel hier nicht rum und zerstör das Ding, bevor noch mehr rauskommen. Mach doch schon. Hör auf, mich die ganze Zeit zu stressen, Brock. Das bringt nichts Gutes. Ja. Ja. Soll ich das da treffen? Ui. Ach, da unten. So. Alle klar, alle klar. Jetzt haben wir es. Ein Traubnir-Speer, Alter. Richtig geil. Richtig geil, Alter. Hat mich richtig abgeholt, die Waffe. Umstände im Blitz. Was soll das denn jetzt heißen? Noch andere Vorschläge, Gürteltasche. Also gut. Es wird größer, je mehr man wegnimmt. Ist es Zeit? Denn je weiter man sich von Erlebnissen entfernt, desto größer werden sie in der Erinnerung. Nein, das ist Blödsinn, jetzt wo ich es sage. Vergiss es. Heute läuft es gut.
Doc freut sich richtig, dass er mit mir ein bisschen schikanieren kann, ne? Aber mit dem größten Vergnügen, ey. Immer raus mit dem. Schön aufspießen. Und ab nach unten. Oh, die sind danach tot. Mann, Alter. Wie ein neues Stachelschwein. Au. Mann, Alter, da will man mal kurz mit der neuen Waffe. Meinst du? Bereit für die nächste Lektion? Sieh dir dieses Dingsbums da mal an. Finde einen guten Winkel und schleudere den Speer direkt rein. Siehst du? Stabil genug zum Klettern. Lol. Was immer du brauchst. Nice. Hat doch getroffen. Spät. Will ich da hochkommen? Ich glaube nicht. Nee. Ich muss euch beide um einen letzten Gefallen bitten. Dann sind wir quitt. Inwiefern quitt? Was in der Schmiede passiert ist. Mit der Dame. Das erzählt ihr nicht weiter. In Ordnung? Stimmt. Na, in Ordnung. Diese Armleuchter. Vielleicht schalten diese Grimme ihn aus. Natürlich tun sie das nicht. Warum sollten sie auch? Au. Du hast es einfach nicht. Hast du gehört? Du hast es nicht drauf. Du bist unwillig. Putz. Komm mal kurz her. Brauch dich mal kurz als Reitesel. Ah. Auch noch kurz Zeit. Oh nein, er ist wieder erwacht. Hat er gerade Furzgesicht? Oh, der Speer macht richtig Laune. Hallo, runter mit euch, danke. Na komm, runter. Und du muckst also rum. Ich sehe schon. Hi. Bruder, der Grimm sitzt da ganz oben. Tschüss. Meine Fresse. Das war für mich genug Aufregung für heute. Ah, das war noch nicht genug. Ich will mich da drüben niederlassen. Ja, die ist noch nicht genug. Mehr kämpfen. Mehr mit dem Speer. Speergeil. Speergut. Leichter Runenangriff.